So, da sich einige beschwert haben, dass ich sie vergessen habe, werde ich jetzt nochmal einen Nachtrag zu meinem Abschluss-Geburtstagsvideo machen. Ich habe ja gesagt gehabt, ja, schade, dass die Sandra und die Kitty nicht da waren und mein Chef. Natürlich fand ich es genauso schade, dass meine Schwester Mel nicht da war, meine andere Schwester Chrissy nicht da war, dass meine Leute aus den MUPA nicht da waren, beziehungsweise welche, die aus dem Team, die dort arbeiten. Ich fand es schade, dass mein Onkel nicht da war. Also wie gesagt, ich könnte jetzt hier zig Leute aufzählen, da werde ich nie fertig. Also wie gesagt, alle, die ich vergessen habe, tut es mir leid. Jetzt könnte ich genauso sagen, meine ganzen ehemaligen Kollegen aus dem Megapark, aus der Türkei und. Also wie gesagt, da werde ich nie fertig. Bei über 400 geladenen Gästen, die wir hatten, ja, wo soll ich anfangen, ja? Also wie gesagt, nehmt mir das nicht böse, wenn ich euren Namen jetzt nicht genannt habe, ja? Wie gesagt, ich fand es einfach schade, dass viele nicht da waren, aber wie gesagt, Familie oder Beruf gehen vor, das verstehe ich absolut. Und 35 werde ich auch noch und da lassen wir es eben nochmal krachen, kein Problem. Und dann sind da bestimmt noch mehr da, obwohl 58 Mann ja schon eine ganze Menge waren. Ja, aber wie gesagt, bei über 400 geladenen Gästen, ja. So, das dazu. Und wie gesagt, seid nicht traurig, wenn ich jemanden vergessen habe. So, jetzt habe ich meine Schuld und mein schlechtes Gewissen ein bisschen was dafür getan. Und ja, zum Beispiel fand ich auch ganz schade, dass die Eileen nicht da war. Aber die musste für ihre Prüfung lernen. Ja, das war auch jemand, wo ich mich mega gefreut hätte. Aber geht halt nicht. Ja, also wie gesagt, ich hätte mich eigentlich über jeden gefreut, der da gewesen wäre. Oder sagen wir mal, über jeden gefreut, der halt gekommen wäre. Ja, also wie gesagt. Trotzdem danke an alle, die da waren nochmal und bis zur 35. Ciao, ciao.